Lohnt sich der Hecht- und Barsch-Adventskalender für 99,95 Euro oder kann man sich das Geld sparen? Wir packen ihn gemeinsam aus und gucken mal. Falls du mich nicht kennst, ich bin Özlem, die Adventskalender-Tussi, und niemand in Deutschland testet so viele Adventskalender wie ich, damit ihr euch das Geld sparen könnt, falls sie sich nicht lohnen. Hier seht ihr einmal den Inhalt vom Hecht- und Barsch-Kalender. Ich zeige euch gleich nochmal alles aus der Nähe. Ich kenne mich damit nicht aus, ich angel nicht, ich angel nur Herzen. Falls ich euer Herz geangelt habe, folgt mir doch jetzt gerne auf korrekt. Ich habe den Kalender gekauft, obwohl ich wirklich nichts damit zu tun habe. Vielleicht könnt ihr mir schreiben, die mit so einem Thema zu tun haben, ob sich das Ganze für den Preis lohnt. Auf jeden Fall verschiedene Köder, das kann ich sehen, aber ansonsten kann ich euch wirklich nicht viel dazu sagen, wie es hier im Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Aber ich hoffe, dass das Video euch ein bisschen helfen konnte, um zu sehen, ob sich das Ganze vielleicht lohnt oder nicht, um euch vielleicht vor dem Fehlkauf zu bewahren oder euch einen coolen Kalender zu zeigen, der sich wirklich lohnt. Mal sehen, was ihr sagt. Würdest du dir den Kalender kaufen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Schreib's mir in die Kommentare und folgt mir gern für mehr. Mua.